So, herzlich willkommen hier zum Gameplay auf eplay-tv.de von Average Aliens und wir joinen einfach mal dem Intro und das schaut ihr euch einfach mal an. Ja, das Spiel ist von Starwave 3D Games. Average Aliens und wir laden jetzt mal hier unseren Piloten, weil es ja ein Flugspiel. So, wir gehen mal in die Optionen. Nach gefühlten 5 Stunden habe ich dann auch endlich den Controller eingestellt gehabt. Aber wir müssen noch ein paar Tasten belegen. Und zwar haben wir ja hier schon das meiste belegt und wir müssen den Afterburner mal belegen auf Taste 0. Und Waffe, haben wir mal da. Und da und haben wir mal hier und hier. Und immer mal den hier, den kann man nicht benutzen. Das ist natürlich doof. Aber der. Den hier? Ja. So. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so und hoffen, dass wir jetzt Safe and Exit genug Steuerungsmöglichkeiten haben. Und warum kommt man eigentlich nicht in die Option zurück? Ich möchte nämlich die Musik mal leise stellen. So. Safe and Exit. Dann gehen wir einfach mal in Launch. Wir lassen mal das Training aus und wir machen mal Continue Campaign. Alles auf Englisch das Spiel. Auch toll, obwohl man es auf Deutsch installiert. Naja, laden wir mal den Ladebildschirm hier, ne? Den Ladebildschirm laden ist auch so logisch. So, 40, 30, ganz viel. Ein bisschen warten, dann geht das auch schon. Und ja, mal gucken. Was das. Entschuldigung. Was das Spiel so Tolles mit sich bringt. 100%. Welcome to your first official assignment as a combat pilot for the ASC Nova. I'm Commander Garrett, Flight Operations Officer for the Nova, and you'll be receiving your briefings from me prior to each mission. Your promotions and command duties will only apply with my recommendation, so I'm the one you need to impress. You'll want to do well in this assignment, as it is the first that will be logged in your permanent flight record. Allied forces have departed Sol and have been advancing toward Orion for several weeks. We are one of the first ships of the 8th Fleet to arrive, and it's our job to help establish the Orion system as a base of operations. To get started, I'm sending you on a patrol near the planet Orion Prime. We've picked up signals that could be from Federation ships in the area. If so, it may indicate they've arrived first. Fly to the designated waypoints and scan for any possible hostile ships. As you may know, this civil war has taken its toll on our resources, and our combat spacecraft are limited. So we're forced to work with weaker ships at this point. You should be familiar with and type rated for the Ferret Scout spacecraft, but if you need a review, training sessions are available from the ship's main console. Sorry you had to be pulled into combat with so little experience, but Alliance Command wants every pilot we've got. Consider this assignment a continuation of your training. Ja, ich habe zwar jetzt nur die Hälfte verstanden und es ruckelt sich hier gerade so ein bisschen. Seltsamerweise, wenn der Kerle spricht, dann ruckelt das Game, aber jetzt ruckelt es gerade auch, hat so ein paar Frame-Einbrüche. Ja, okay, wir starten jetzt einfach mal, auch ohne verstanden zu haben, was der Kerle von uns wollte. Das Menü ist ein bisschen komisch, warum sie es nicht dann in voller Breite gemacht haben, das soll einer verstehen und ja, okay. Okay, so, wir fliegen einfach mal los. Ich
Ich weiß zwar noch nicht, wo wir hin müssen. Aber wir müssen da hinten zu dem Waypoint. Oh. Ist das ein Gegner? Ich kann gerade leider nicht lesen, was da steht. Aber wir schießen einfach mal. Wahrscheinlich ein Gegner sein. Okay, wir fliegen einfach mal hinterher. Oh, da sind wir mit irgendwas zusammengestoßen oder es trifft uns irgendwas. Ah! Wir werden beschossen! Ist auch schön, dass man so viel hier sieht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinfliegen soll. Und da hat's uns zerfetzt. Supi. Gut. Dann machen wir einfach mal nochmal neu, ne? Welcome to your first official assignment. Und jetzt schalten wir mal den Kerl aus, weil der ist jetzt verwurscht. Ja, okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Ah, ist auch sehr lustig, dass wir keinen Trigger geben. Ja, fliegen wir mal wieder hier drauf zu, ne? Heads up, wie warst du sehen werden? Schön, dass wir uns hier immer seitlich so drehen. Wir versuchen gerade mal hier so ein bisschen die Gegner abzuschießen. Es klappt wohl ganz supi, hervorragend. Jetzt kommt es auf uns zu. Wow! Da ist es! Wow. Ja. Da haben wir dann wohl den ersten Gegner niedergestreckt. Ich verstehe den Sinn noch nicht so ganz von diesem Spiel, aber finde ich schon heraus. Wow, wo kommt denn der Beschuss wieder her? Ich glaube, das wird das kürzeste Gameplay hier, was wir jemals gemacht haben bei ePlay. Oder was ich jemals machen werde, aber das Spiel ist ja grausig. Eieiei. Wow! Komm her, du Sack.
jetzt haben wir ihn wieder zerschossen. Ja. Dann drehen wir mal wieder um, ne? Jum. Ja, ich glaube, da werden wir wieder beschossen. Wir wollen mal hier ein bisschen rumfliegen. Ja, da war er, da war er, da war er. Ja, unsere Energie ist sehr knapp anscheinend, wie ich das lese. Ja, dann müssen wir erstmal hier den Gegner treffen. Es ist gar nicht so einfach, wie das aussieht. Weil die Steuerung, die ist ja... Oh, den hat's, ja, ein bisschen ruckeln zerfetzt. Ah, da steht auch die Meteranzahl oder die Fußanzahl, wie weit der weg ist. Oh, ey, der rummelt uns aber auch voll immer rein. Ich weiß auch noch nicht, was die grünen Strahlen sind und was die roten Strahlen sind, wahrscheinlich unsere Waffen. Schalten wir mal den Afterburner ein hier, damit wir ein bisschen schneller fliegen. Gucken, was wir hinkriegen. Stirb, du Gegner, stirb einfach. Mit Afterburner ist das Ganze gar nicht so leicht zu kontrollieren, habe ich so das Gefühl. Ah, wir können hier einfach nur den und dann noch mit den hier. Oder so ähnlich. Aber man weiß gar nicht hier so wirklich, wie man hier lang fliegen muss oder wo man lang fliegt. Und wie man den Gegner eigentlich am besten platt macht. Hier einfach immer mal so tolle Barrel Rolls. Wir sind hier jetzt sehr nah bei ihm. Hat ein Schutzschild irgendwie. Sonst wahrscheinlich das akustische Warnsignal sagen. Dieses Dring. Aber ich weiß noch nicht so ganz. Ah, wir wechseln mal das Target oder. Ah, nee, ist gleich der letzte. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie man die eigentlich jetzt so wirklich tötet. Aber wir machen es mal auf die altbewährte Tour. Wir ballern einfach mal rauf. Irgendwann wird schon was passieren. Oh, wir haben kein Benzin mehr. Ja, wie tanken wir uns denn auf? Charger. Ah, wir fliegen mal dahin. Jetzt bist du
müsste man natürlich wissen, wie man hier andockt oder reinfliegt oder irgendwas tut. Aber... ob ich jetzt getankt habe oder nicht. Wir ballern hier mal froh und munter drauf, während er uns immer so schön mit Bomben zuballert. Wie sind wir denn hier eigentlich mittlerweile gelandet, ey, bei einem Schiff? Charger. Ja, er hat immer so einen Schutzmantel um sich. Gucken, was wir hier noch so können. Was uns toll drehen. Ja, wir gehen mal kurz hier. Können wir hier irgendwas machen? Die Controls. Ja, genau. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen Hinweis. Ja, warte. So. Select. Hier ist aber ja eingestellt. Das ist aber jetzt komisch. Machen wir Save and Exit. Gehen wir hier wieder aus dem Menü raus. Return to Game. Oh, da haben wir mal wieder ein Flugzeug zerstört. Dann fliegen wir mal hier wieder weg. Jetzt kann ich gar nichts mehr steuern. Ja, okay. Ja, also entweder sind wir jetzt leer oder ich weiß nicht. Können es aber nicht umgucken. Ja. Muss ich jetzt nicht verstehen oder so.
Ja, irgendwie. Gut, wir sind jetzt hier irgendwo nirgendwo und können auch nichts drücken. Gut, vielleicht gibt es irgendwelche Controls noch versteckte. Es ist immer ganz lustig hier, so Navigation und Tracking. Nee, da will ich ja nicht wissen, ist mir ja egal. Afterburner, ja, kenne ich ja. Internal System on off. Aha. Ja. Ja. Okay, hier können wir unser HUD ausstellen. Aber kann man auch irgendwie die Ansicht hier ändern? Ah, jetzt haben wir hier Kurrentposition. Also wir fliegen. Wir haben kein Benzin mehr, deswegen treiben wir gerade quer durch den Weltraum und das ist natürlich schlecht. Ja, da das Spiel ja so suppi ist. So, was können wir hier oben? Hier können wir ein bisschen klicken. Navigation, Target, taktisch, Formation und Send Order. Wenn man jetzt natürlich lesen könnte. Da. On it. So. Jetzt haben wir hier mal eine Order gesendet, aber. Ja, wir treiben immer noch quer durch den Weltraum. Ja, wir können immer noch nicht steuern, weil wir immer noch quer durch den Raum hier treiben. Toll, ja, okay. Wir sind auch schon mal schlauer, dann heißt wir exiten einmal und verstehen das Spiel nicht. Ja, wir hätten vielleicht vorher doch ins Training gehen sollen. Aber ist ja auch Wurst. Spiel ist ganz okay. Ist jetzt nicht so der grafische Baller, aber es versteht auch kein Mensch, was man da machen soll. Also man fliegt irgendwie durch den Weltraum und ja, man ballert sinnlos auf irgendwelche Flugzeuge, weiß überhaupt nicht wie und warum und ob die jemals kaputt gehen werden, weil man hat ja jetzt irgendwie 50 Minuten darauf rumgeballert, gefühlte, und dann sind die irgendwann explodiert. Und ja, man hätte mal irgendwie so einen Button einrichten können, wo man sagt, hier Button und dann wird das Flugzeug wieder aufgetankt, aber gibt's hier irgendwie alles nicht. Naja, das war erstmal unser kleines Let's Gameplay-Video von ePlay TV. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Naja, Kaufempfehlung kriegt das Spiel nicht so unbedingt, ist es jetzt nicht so wirklich der Knaller. Aber das muss jeder selber wissen und ja, wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Tschüss!